Ich bin kein Affiliate-Marketer, ich bin Online-Seller und ich möchte dir in diesem Video ein, zwei Tipps und Begrifflichkeiten mit auf den Weg geben und dir auch sagen, warum ich dir zu 99% keinen Traffic verkaufe. Nun, Affiliate-Marketing ist das Empfehlen von Produkten. Das heißt, empfehlen kann ich nur Menschen etwas, die ich kenne. Zum Beispiel meinem Kameramann Cyril kann ich nach knapp 12 oder 13 Tagen empfehlen, iss doch mal ein Chicken mit Reis. Weil ich weiß, er mag das. Und viele verwechseln da Affiliate Marketing mit Online Selling. Affiliate ist nur Empfehlungsmarketing. Und das heißt, du kannst nur Menschen etwas empfehlen, die du kennst oder die zu dir eine Verbindung haben. Ich bin kein Affiliate Marketer. Ich bin Online Seller. Das heißt, ich verkaufe Produkte online hauptsächlich an Cold Traffic, an Menschen, die ich nicht kenne. Die einzigen Produkte, die ich empfehle, sind meine eigenen, damit du irgendwie Geld im Internet verdienen kannst, Produkte verkaufen kannst und so weiter und so fort. Online-Marketing wiederum ist der Großbegriff von Traffic. Das heißt, mit Online-Marketing bringst du Menschen von A nach B. Und hier musst du wirklich wissen, dass du verkaufen musst, damit du Geld generierst. Und verkaufen kannst du nur, wenn du weißt, wie eine Seite aufgebaut ist oder aufgebaut werden muss, damit sie verkauft. Nun, hier gibt es zwei Dinge. Entweder du schreibst selber eine Seite, die verkauft, oder du kannst eine Seite analysieren und sagen, ob sie verkauft oder nicht. Und ich gebe dir hier einen wirklich, wirklich globalen Insight. Man redet von drei verschiedenen Verkaufsseiten. Es gibt die Pre-Pre-Launch-Seite, das sind für Produkte, die noch nicht auf dem Markt sind, für A-Plus-Partner. Dann gibt es eine Verkaufsseite für die sogenannten A-Partner, die konvertiert keinen kalten Traffic. Und sobald dieser Launch vorbei ist, dann schreibt man die Seite um in eine effektive Verkaufsseite, die dann eben kalten Traffic konvertiert. Und ich sehe in der Dachregion sehr viele Missverständnisse schon nur in diesen Begrifflichkeiten. Und es macht keinen Sinn, wenn du nicht weißt, was oder wie irgendwie eine Seite verkauft. Du kannst Traffic generieren, du kannst von Facebook, von Google, von PPV, PPC, you name it, was du auch immer machen möchtest, um Traffic zu generieren. Wenn du nicht weißt, ob eine Seite verkauft oder ob deine Seite verkauft, wirst du niemals, niemals ein Produkt verkaufen. Und hier wieder ein Insight. Wenn wir ein globales Produkt launchen, dann spielen da diverse Menschen einen wichtigen Faktor dazu. Und zwar erstens ein Copywriter, das ist der Verkäufer, der schreibt die Verkaufsseiten. Das ist ein wesentlich wichtiger Elementteil oder das wichtigste Element überhaupt. Und dieser Copywriter arbeitet mit Online-Marketer zusammen, weil Traffic auf eine Seite zu konvertieren oder Traffic auf eine Seite zu senden, die nicht konvertiert, macht keinen Sinn. Und danach geht es weiter zu Affiliate-Marketing oder Online-Seller, A-Plus-Partner, A-Partner und so weiter und so fort. Aber du musst verstehen, dass wenn du das alleine tun möchtest, musst du verkaufen können, du musst dich mit Traffic auskennen und du musst ein Produkt haben. Ein Digital Business besteht also aus drei Dingen: Verkaufen, Produkt und Vermarkten. Und das erste, was du lernen musst, ist Verkaufen. Das zweite, das Produkt. Das dritte, dann Marketing bzw. Traffic. Und jetzt noch, warum ich dir zu 99% niemals meinen Traffic verkaufen würde. Was ich aber tue, also ich verkaufe Traffic. Aber wenn ich sehe, dass die Seiten nicht konvertieren, kann ich dir 10.000 Menschen auf diese Seite routen. Niemand wird etwas kaufen, weil du nicht verkaufen kannst. Und du sagst danach, der Traffic ist scheiße. Was aber definitiv nicht der Fall ist. Mein Tipp für heute ist, lerne zu verkaufen. Ich wünsche dir einen verdammt schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.